So, liebe Freunde, willkommen zur 9. Ausgabe von Frag doch mal. Direkt nach der Sommerpause geht es jetzt weiter mit Frag doch mal den Bundestagsabgeordneten. Willkommen, Herr Hirte. Schönen guten Tag. Sie waren bis Februar Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, außerdem parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie im Kabinett Merkel IV. In wenigen Wochen jährt sich die deutsche Einheit zum 30. Mal. Welche Fortschritte sehen Sie in der Angleichung der Lebensverhältnisse von Ost und West? Und welche Baustellen gibt es möglicherweise noch? Also ich glaube, dass wir gewaltige Fortschritte schon gemacht haben in den letzten 30 Jahren. Meine eigene Familie mütterlicherseits hatte einen Bauernhof 50 Meter vor dem 500-Meter-Zaun an der thüringisch-hessischen Grenze. Und alle Geschwister meines Großvaters waren auf der anderen, auf der hessischen Seite. Und deswegen kenne ich relativ gut schon auch die Vergleiche von vor 1990, weil mein Großvater als Rentner ja auch in den Westen reisen durfte. Und wenn man sich mal ganz realistisch und objektiv die Entwicklung anschaut, die wir in den letzten 30 Jahren gemacht haben, dann ist das doch viel besser, als viele 1989, 1990 geglaubt und erhofft hatten. Ja, es gibt nach wie vor große Unterschiede, aber die Unterschiede resultieren vor allem aus den Fehlern und den Problemen, die vor 1990 in der DDR gemacht wurden. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die DDR-Staatswirtschaft dazu geführt hat, dass Zehntausende Unternehmen und Unternehmer die DDR verlassen haben, gen Westen, die dort zum Teil danach auch erfolgreiche große Unternehmen aufgebaut haben, mit beigetragen haben, dass die Bundesrepublik alt im Westen, also mit einer mittelständischen Wirtschaft, so gut aufgestellt war, wie wir das heute überall kennen. Und das fehlt eben den Unternehmen im Osten, diese lange Geschichte auch mit langen Aufschwüngen. Und das ist der Unterschied, den wir heute nach wie vor haben. Wir haben eine schlechtere Wirtschaftsstruktur, wir haben viele kleinere Unternehmen, die großen Wirtschaftszentralen sind im Westen und die Leute verdienen nach wie vor weniger. Aber der Angleichungsprozess hat in den letzten Jahren sich immer weiter fortgesetzt und ich bin optimistisch, dass es auch künftig weiter passiert im positiven Sinne. Herr Hirte, bei uns ist es Tradition, eine Reihe von Entweder-Oder-Fragen zu beantworten. Ich bitte Sie einfach ganz spontan zu antworten. Sind Sie bereit? Na klar. Okay, Musik oder Kunst? Kunst. Harry Potter oder Herr der Ringe? Herr der Ringe. Okay, und Schwimmbad oder See? See. Wir sind die Junge Union, machen Politik aus Spaß und versuchen etwas zu verändern. Keiner von uns plant, Berufspolitiker zu werden. Dennoch gibt es auch in unserem Alter engagierte Menschen, die genau das planen. Wie sind Sie zur Politik gekommen und wie lange haben Sie das geplant, wenn Sie es überhaupt geplant haben? Also der einschneidende Moment in meinem Leben war wahrscheinlich 1989, 90. Da war ich 13, 14 Jahre alt. Ich habe das also schon sehr, sehr intensiv alles mitverfolgt. Ich hatte gerade die familiäre Situation geschildert. Bauernhof meiner Großeltern direkt vorm Zaun. Familie teilweise auf der anderen Seite. Und das habe ich natürlich intensivst mitverfolgt, wie die friedliche Revolution in der DDR abgelaufen ist. Ich habe es sehr, sehr intensiv wahrgenommen als jemand, der als Katholik in der totalen Diaspora gelebt hat, als einziger Katholik in der ganzen Klasse, wie man auch unter Druck war, gehänselt wurde, Schwierigkeiten ausgesetzt war, zumal als jemand, der sich auch kirchlich stark engagiert hat. Und das war auch die Situation für mich, als ich angefangen habe, Politik zu machen, dass ich eigentlich stärker kirchlich engagiert war. Ich konnte mir, als ich begonnen habe, Politik selber mitzugestalten, überhaupt nicht vorstellen, selber mal in ein Hauptamt in der Politik zu gehen. Aber so wie viele Christen sich gesellschaftlich engagieren, habe ich mich auch ein bisschen am Anfang in der Politik, in der Jungen Union engagiert. Und daraus ist nach und nach immer mehr geworden. Und ich habe dann später als Student parallel angefangen, im Thüringer Landtag für einen Abgeordneten zu arbeiten. Und dann habe ich das von innen gesehen. Und das war so ziemlich der Zeitpunkt am Ende meines Studiums, wo ich mir dachte, noch was die können, das traue ich mir auch zu. Und das würde ich auch gerne machen. Das macht nämlich Spaß. Und da habe ich so für mich so am Ende meines Studiums die Entscheidung getroffen, also Politik als Beruf, das ist für mich eine echte Option. Habe aber trotzdem meine beiden Examina gemacht, habe erstmal beruflich Tritt gefasst und habe mich parallel immer ehrenamtlich engagiert. Und irgendwann gab es die Gelegenheit, hauptamtlich Politik zu machen, zu kandidieren für den Deutschen Bundestag. Hat beim ersten Mal nicht geklappt. Ich habe weiter als Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht gearbeitet. Und irgendwann hat es
sich die Chance ergeben, in den Deutschen Bundestag nachzurücken. Und danach habe ich auch immer direkt meinen Wahlkreis gewonnen. Sehr spannend. Vielleicht dann knüpfe ich da mit der nächsten Frage direkt an. Wir sind ein Flächenverband oder auch in Hessen, die sehr stark versuchen zu definieren, was konservativ sein im 21. Jahrhundert bedeutet. Wir sind irgendwie eine neue Generation von jungen Frauen und Männern, die in Deutschland Politik machen, eben gerade nicht hauptamtlich. Sie sind ein vergleichsweise sehr junger Politiker. Daher die Frage, was ist Konservatismus im 21. Jahrhundert und wie werden wir die moderne Volkspartei, die viele von uns schon heute leben? Also ich glaube, das, was die CDU bei ihrer Gründung ausgemacht hat, ist, auch wenn das jetzt schon 70 Jahre her ist, nach wie vor das, was im wesentlichen Kern uns auch heute noch prägt und vielleicht auch prägen sollte, nämlich der Bezug aufs christliche Menschenbild. Und wenn man quasi sich überlegt, konservativ, was heißt das mit dem Apostel Paulus gesprochen, prüft alles, das Gute bewahret, dann meint das, dass man die Dinge, die sich als gut erweisen, nicht radikal einfach umstürzen will, wie es Linke oder Rechte wollen, sondern dass man sie den Notwendigkeiten folgend langsam und vorsichtig weiterentwickelt. Und das ist natürlich notwendig. Franz Josef Strauß hat mal so schön gesagt, konservativ sein heißt an der Spitze des Fortschritts marschieren. Weil er nämlich genau wusste, dass wenn es um die wesentlichen Kernbereiche geht, also auch um das christliche Menschenbild, dann ist es nur möglich, dauerhaft erfolgreich zu sein, wenn man sich immer auch weiterentwickelt, aber halt orientiert an den wesentlichen Grundentscheidungen. Wesentliche Grundentscheidungen, Bezug nehmend aufs christliche Menschenbild, heißt aus meiner Sicht, den Einzelnen ernst nehmen, annehmen, wie er ist, die Menschen sind unterschiedlich, aber auch ernst nehmen in dem Sinne, dass man auch von ihm was erwartet. Erwarten kann, erwarten soll. Also christlich gesprochen, jeder Mensch ist geliebter Sohn Gottes, Personalität, ernst nehmen, Subsidiarität, jeder soll auch und muss auch das, was er selber kann, selber klären, aber nicht nur jeder für sich, sondern auch mit Blick auf alle und auf die Gemeinschaft, Solidarität, und dann sind wir Personalität, Subsidiarität und Solidarität, eigentlich bei unserer Gesellschaftsform der sozialen Marktwirtschaft, die das Grundtypus unserer Gesellschaft. Das kann man dann durchdeklinieren, ob das in der Familie ist, ob das im Verhältnis Staat-Kommune ist, ob das in den Vorschriften gegenüber der Wirtschaft ist, dass man das immer aus dieser Grundüberzeugung heraus leitet und dann auch nur vorsichtig weiterentwickelt, wo man sieht, dass Notwendigkeiten da sind, dass man sich auch aktuellen Entwicklungen anpasst. Ich würde sagen, das ist vielleicht im positiven Sinn konservativ, dass man Familie ernst nimmt, dass man auch einen starken Staat hat, der die Rahmenbedingungen setzt und es jedem Einzelnen ermöglicht, sich dort zu entwickeln. Okay, jetzt geht die zweite Runde Entweder-Oder-Fragen los. Eis oder Stiel oder Eis in der Kugel? Eis am Stiel oder Kugeleis? Ja, beides. Fahrer oder Beifahrer? Und Hausbooturlaub oder Ferienhausurlaub? Hausbooturlaub habe ich noch nie gemacht. Ferienhaus im Moment gerade in Deutschland. Also Ferienhaus. Ja, vielen Dank, Herr Hirte. Sie sind ja auch Mitglied im Umweltausschuss und stellvertretendes Mitglied im Verkehrsausschuss. Die Themen Umweltschutz und Luftverschmutzung geraten immer wieder in Zeiten von Überschwemmung und Dürre in den Fokus. Wie sieht Ihrer Meinung nach die Mobilität der Zukunft aus, gerade mit dem Augenmerk auf die Ersparnis von CO2? Ich glaube, die Mobilität der Zukunft wird diverser sein als das, was wir heute kennen. Klar, Elektromobilität wird eine Rolle spielen, aber ich glaube nicht, dass sie die einzige und der Weisheit letzter Schluss ist. Also ich glaube, wir brauchen einen Mix, zum Beispiel auch mit synthetischen Kraftstoffen, vor allem aber auch aus der Verzahnung unterschiedlicher Mobilitätsangebote, dass man also intermodalen Verkehr hat, einen Teil zu Fuß, zu Rad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, vielleicht auch einen Teil selber mit dem PKW oder dann auch mit der Bahn. Also ich glaube, das sind die entscheidenden Punkte, dass man verschiedene Verkehre miteinander vernetzt. Das bieten auch die modernen technischen Möglichkeiten mit den digitalen Angeboten, dass man dann Möglichkeiten schafft, sich selbst einen optimalen Verkehrsfluss zu schaffen, indem man bestimmte Angebote nutzt. Ich glaube, das wird sein, was die Zukunft bringt.
Aber, und das will ich auch durchaus sagen, auch der Verbrenner wird noch über viele Jahre, eher über Jahrzehnte wahrscheinlich eine große Rolle spielen, vor allem im Schwerlastverkehr und bei langen Strecken. So, und jetzt zum Abschluss kommen nun die finalen Entweder-Oder-Fragen. Butter oder Margarine? Butter. Tropisch oder arktisch? Tropisch im Zweifel eher. Und die letzte Frage, Ketchup oder Mayo? Weder noch. Weder noch, okay. Möchten Sie noch irgendwas loswerden? Also ich finde, dass junge Leute immer auch sich überlegen müssen, dass die Gesellschaft, in die sie hineinwachsen, natürlich am Ende sich so entwickelt, wie sie sich selber engagieren. Und ich sage den jungen Leuten auch, ihnen steht im wahrsten Sinne des Wortes die Welt offen. Zu meiner Jugend, bis ich 13 war, war es eine sehr beschränkte Welt. Heute ist es eine sehr, sehr weite Welt und die sollte man auf jeden Fall mitgestalten, weil die jungen Leute werden länger in dieser Welt leben als die Älteren. Und deswegen freue ich mich, dass ihr euch auch mit engagiert. Alles Gute dabei, viel Erfolg für euch selbst im Privaten, im Beruflichen und auch im Politischen. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Sehr gerne.